Ja, guten Morgen, hallo Leute. Ich wollte heute mal etwas zum Irish Flake sagen, weil ja in letzter Zeit doch einige Gerüchte hier die Runde machen. Also nicht unbedingt vielleicht auf YouTube, aber so in diversen Foren, Blogs und auch Google Plus und also sozialen Netzwerken. Irgendwie dachte ich mir, gut, Gerüchte sind Gerüchte, fragst du doch direkt mal bei den Leuten nach, die es wissen müssten. Also kurzerhand eine E-Mail an Arnold André abgesendet und Entschuldigung, in dieser nachgefragt, wie es sich jetzt nun mit dem Irish Flake verhält. Heute früh bekam ich dann eine Antwort von einer Frau Beintke, ihres Zeichens Produktmanagerin bei Arnold André. Ich lese mal kurz vor. Sehr geehrter Herr Günterberg, es freut uns zu hören, dass Sie so begeistert von Peterson Irish Flake sind. Allerdings wird der Irish Flake von Peterson nicht von McBaren hergestellt und dies ist auch zurzeit nicht geplant. Die Produktion bleibt wie gehabt beim bisherigen Hersteller, sodass hier auch keine Änderung in der Qualität zu erwarten ist. So, dann ist jetzt für mich so ein bisschen die Frage, wer hat dieses Gerücht gestreut? Ist dieses Gerücht irgendwo aus der, wie auch immer, Versenkung entstanden? Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe den Irish Flake jetzt, oder ich rauche ihn ja wirklich regelmäßig. Also nicht nur sporadisch, so alle 14 Tage, alle 3 Wochen mal, sondern wirklich mehrmals die Woche. Und ich muss von meiner Seite aus auch bestätigen, dass ich in der Qualität sowohl als auch im Geschmack zwischen den beiden oder nach der Änderung der Steuerbanderole, respektive der ERN nochmal hinten drauf, keinerlei Veränderung festgestellt habe. Mal abgesehen von den üblichen Schwankungen, die selbst in verschiedenen Chargen beim selben Hersteller auftreten. Deshalb denke ich mal, dass hier, ja, wie kann man es formulieren? Weiß ich nicht. Wie gesagt, ich weiß nicht, woher das Gerücht kommt. Ist mir im Endeffekt auch egal. Ich richte mich nach dem, was mir die Leute erzählen, die es wissen müssten. Und auch was mein eigenes Geschmacksempfinden oder mein eigenes Empfinden im Ganzen zu diesem Tabak sagt. Und gehen wir davon aus, dass dieser Tabak nach wie vor auch, ich glaube, Orlik war das, die ihn produziert haben, weil Kohlhaase und Kopp hat ihn ja auch nicht produziert, weil bei Kohlhaase steht keine Flakepresse, sondern sie haben ihn ja lediglich vertrieben, vielleicht verpackt, weiß ich nicht. Und Arnold André verpackt keinen Tabak, sondern der wird wahrscheinlich direkt beim Hersteller verpackt und deshalb wahrscheinlich auch eine andere ERN-Nummer oder geht hinten drauf, die ja auch auf Dänemark hinweist. Und somit haben sich für mich eigentlich alle Fragen erledigt. Was andere Leute davon halten oder wie die darüber denken, ist mir dann ehrlich gesagt egal. Für mich ist und bleibt der Peterson Irish Flake das, was er vorher war. Und wenn sich da in absehbarer Zeit nichts ändert und auch die Produktion nicht verlagert wird, dann können wir uns alle glücklich schätzen. Das war's heute von mir. Alles klar, bis die Tage. Tschüss.